Hallo und willkommen zum Miele Innenreport. Heute in Halle Westfalen beim großen DFB-Pokalfinale in Nebenstedt Anne Beusch. Anne, ihr habt gerade 3:0 gegen Wiesbaden gewonnen. Kannst du ein bisschen was zum Spiel erzählen, warum ihr so gut reingekommen seid und so gut weggezogen seid? Naja, der erste Satz ist es ja für beide Mannschaften schwer. Wir haben ganz dicht, ganz gute Kämpfe, also lange Rallyes und so, war echt dicht. Und dann zum Glück für uns ist das die Münze auf unsere Seite aufgefallen. Und ich denke, dann in der zweiten Satz ist für uns ein bisschen weniger Druck. Ein bisschen einfacher, wir haben schon einen Satz gewonnen. Und dann haben wir ein bisschen freier gespielt, war ein bisschen einfacher. Und dann Anfang dritter Satz hat vielleicht Wiesbaden nicht so gut gefühlt als wir. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Haben wir ganz toll geführt. Und dann haben wir wieder, als wir ein bisschen runtergelassen sind, ist Wiesbaden wieder ganz dicht, ganz gut rangekommen. Aber dann am Ende haben die ein bisschen zu viele Fehler gemacht und war das Spiel für uns ja echt cool. Mit was habt ihr die Wiesbadener heute unter Druck gesetzt? Also Aufschläge, eventuell viel von der 3 oder so? Naja, da war für beide Mannschaften die Annahme, die Aufschläge echt wichtig. Das gute Druck auf die Annahmespielerin. Aber ich glaube, was ja echt das Wichtigste war heute, war Angriff. Dass wir mit der ganzen Mannschaft auf alle Positionen Punkte gemacht haben. Links, Mitte und rechts. Und ich denke, bei Wiesbaden war es ein bisschen mehr nur links. Und dann könnten wir ein bisschen einfacher uns Block da und Abwehr darauf einstellen. Und ja, ich denke, am Ende war es unser Angriff, was geholfen hat. Okay, dann gratuliere ich nochmal, Anne, und bedanke mich fürs Interview. Ja. Tschüss.